Herzlich willkommen Leute, zurück zu Verdum. Wie ihr alle wisst, Verdum ist ein Hauptprojekt auf unserem Kanal, aber leider ohne Leon heute, denn der ist verhindert, beziehungsweise hat keine Zeit. Also dachte ich mir, bevor ihr hier nichts bekommt, nehmen wir einfach mal eine Runde alleine auf. Und dann gehen wir mal rein. Hier mal wieder originale Informationen des Ersten Weltkriegs. Wer sich dafür interessiert, Video pausieren und in Ruhe durchlesen. So, einmal kurz warten, bis das Spiel geladen hat, was natürlich jetzt geschehen ist. Wir haben uns in der letzten Folge, naja, was heißt in der letzten Folge? In der, wo ich nicht aufgenommen habe. Also, ich habe mir die Lil Enfield Mark 3 und wir werden die ganze Mal abgesägt spielen. Also freigeschaltet und halt dementsprechend können wir sie nun spielen. Gewehr-Deathmatch spielen wir. Den guten alten Modus, schalten sie alle anderen aus. Das ist unsere Aufgabe. Also frei für alle in COD. Jeder gegen jeden, keine Teams. Reiner Skill und ja, mal schauen, wie es wird. Ihr wisst es, Leute, ein falscher Schritt und das könnte deinen Tod bedeuten in dem Spiel. Deswegen immer vorsichtig hier sein. Und ja, die Karte habe ich noch gar nicht. Ah, ja. Die Karte habe ich noch gar nicht gespielt. Fällt mir gerade mal so auf, irgendwie. Also ja. Auch hier First Time für mich. Keine Ahnung. Ich kenne die Wege nicht oder so. Also wird schon fail. Hier haben wir einen Schützengraben. Aber den haben wir weggemacht, würde ich sagen, ne? Also ich glaube, der hat keine Schmerzen mehr. Also der hatte ein schnelles Ende. Gut für ihn. Beziehungsweise gut für uns, schlecht für ihn. Ja. Einfach mal ein bisschen uns umschauen auf der Karte. Sieht aber eigentlich auch recht fresh aus. Danke, Waffe, du hast mir mein Leben gerettet. Gut, dass der uns nicht getroffen hat, wir ihn schon. So haben wir den Gunfight gewonnen, auch wenn das jetzt nichts mit Skill zu tun hatte. Das war eher Glück, aber okay. Manchmal gehört auch Glück zum Spiel dazu. Aber auf der Karte sieht man alles schön, das gefällt mir. Ja, auf manchen Karten hat man bei Verdum so das Problem, meiner Meinung nach, dass man einfach nicht sieht. Oder ob ich weiß nicht, ob das an meinem Bildschirm liegt, aber ich glaube eher weniger. Deswegen ja. Bei der Karte ist das Gott sei Dank nicht so und deswegen können wir hier auch ohne Probleme erstmal in der Ecke nachladen, in der Hoffnung, dass uns da keiner findet. Das hat doch einwandfrei funktioniert, Leute. So lobe ich mir das. Erstmal hier um die Ecke mit angezogenem Ironside kommen, denn man weiß nie, was einen erwartet. Man muss quasi den Finger immer auf der Maustaste haben und nervöse Zuckungen sollte man in diesem Spiel dann doch nicht haben, denn wenn man so viel random rumschießt, dann hören das natürlich die anderen Gegner und werden auf dich aufmerksam. Ist nicht ratsam. Deswegen machen wir hier einen auf Sneaky. Ich dachte gerade, der Schatten wäre ein Gegner. Ja, das finde ich super. Der Schattengegner, so nenne ich ihn. Ah, sneaken wir uns hier weiter durch den Schützengraben. Eigentlich patrouillieren wir hier schön durch. Alles schön leer. Safe. Und ja, einfach mal hier ein bisschen hin und her gehen. Mal schauen, was sich so in unserem Graben befindet. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen, der uns mal Hallo sagen möchte. Vielleicht sagen wir Hallo zurück oder auch nicht. Kommt immer ganz drauf an, ne? So, wir sneaken uns hier weiter vor. Ist jetzt gerade nicht so spannend hier, weil kein Gunfight oder so ist, aber können wir mal schauen. Ne, hier ist diesmal keiner. Ich dachte, da wo wir am Anfang der Runde eingefunden haben, ist jetzt wieder einer, aber nö.
Der hat keine Lust, da nochmal zu stehen. Neue Luke, neues Glück. Einmal reingehen, schauen. Und wenn dort jemand ist, ihn einen schnellen und nicht qualvollen Tod ermöglichen. Ach nee. Jetzt sind wir einfach nur an einer anderen Stelle. Das ist ja auch cool. Ah, mit einer abgesägten laufen wir hier rum, aber keine abgesägte Schrotflinte. Nein, nein, Leute. Das ist nicht das Gleiche. Denn wir haben ja ein Gewehr und eine Schrotflinte. Das ist natürlich eine Schrotflinte, also... Naja, ne? Also der Unterschied sollte klar sein. Falls ihr nämlich CSGO-Zocker unter euch seid, abgesägte Schrotflinte, wer kennt sie nicht? Deswegen wollte ich einfach mal sagen, es ist keine abgesägte, also schon, aber keine abgesägte Schrotflinte. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut in unserem Schützengraben hier. 2-0. Ist zwar jetzt gerade nicht so spannend, aber ich glaube, Action kommt hier noch irgendwann. Ja, man hört es auf jeden Fall. Hier ist irgendwo Action, aber aufs offene Feld zu rennen ist dann doch eher Selbstmord und da stehe ich nicht so drauf. So, Selbstmord muss nicht sein. Ja, an sich, wenn man schon mal hier vom Selbstmord redet, Selbstmord ist natürlich eine ganz schlimme Sache, ne? Also, wenn man Selbstmord begeht oder den Gedanken hat, Selbstmord zu spielen, mit dem Gedanken, Selbstmord zu begehen, dann ist schon, ja, vor uns ist umgekippt. Sehr wundervoll. Das ist dann schon ziemlich hart. Da sollte man sich dann doch eher psychologische Hilfe suchen oder mit engen Vertrauten reden, wenn man jetzt das Bedürfnis hat, sich, sag ich jetzt mal, umzubringen. Denn, ja, spaßig ist es nicht mehr, wenn es um Selbstmord geht. Deshalb immer, wenn ihr solche Probleme habt, irgendwie versuchen, die aus der Welt zu schaffen mit psychologischer Hilfe oder engen Vertrauten. Denn leider ist die Statistik ziemlich hoch an Leuten, die sich pro Tag selbst umbringen, was ich persönlich ziemlich schockierend finde. Denn ich meine, wir haben nur das eine Leben und eigentlich sollte man das sich nicht selbst nehmen. Oder Leute? Also ich finde das, naja. Es muss im Prinzip jeder selber wissen, was man mit seinem Leben anfängt. Das ist natürlich ganz klar. Da will ich auch nichts gegen sagen. Jeder hat seinen eigenen Wille. Ist ja auch alles logisch. Aber dennoch, sein Leben selbst zu beenden, also ich bin ganz ehrlich, ich würde es mich nicht trauen. Dazu wäre ich zu feige. Wir können mal hier spaßigshalber vorsichtig rausgucken. Aber ich glaube, also wir haben da zwar einen gesehen, aber der kommt doch direkt auf uns. Yo, Alter, der hat Aim like shit. Auf Deutsch gesagt. Nee, ich glaube einfach, der hat ein Zielfernrohr dran gehabt. Nee. Aber eine andere Waffe als wir. Vielleicht ist sie besser, vielleicht ist sie schlechter, wer weiß das schon. Ja, es war jetzt nur ein kleines Statement zum Thema Selbstmord. Und ja, einfach nur, weil es gerade gepasst hat, weil er ja quasi Selbstmord getan hat, indem er aufs Feld gerannt ist. Na, es tut mir auf jeden Fall leid, dass das jetzt nicht so spannend ist hier. Aber die zwei Gunfights dann doch eigentlich schon ziemlich gut. Nur da ich die Karte auch nicht kenne, weiß ich natürlich nicht, wo ich hier langlaufen kann. Oder auch wo nicht. Jawohl. Da bin ich leicht erschrocken. Ja. Dann gehen wir hier einfach weiter. In unseren Graben rum. Ich muss sagen, dafür, dass der Server so voll ist, haben wir ja gar nicht so viel zu tun. Mehr oder weniger. Ach nee. So. Hier oben gehen wir auch wieder aus dem Feld raus. Ah, warte mal. Dich habe ich gesehen. So, ich habe da zum Schluss doch nochmal einen schönen Kill gehabt.
mehr oder weniger zum Schluss, denn das Spiel bzw. die Runde geht noch ganze 2 Minuten. Da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Aber 3 Kills, 1 Tod ist ja bisher jetzt eigentlich keine schlechte Statistik. War zwar jetzt nicht so spannend, aber nicht alles, nicht jedes Match kann voller Spannung sein, sage ich jetzt mal. Das wäre klar gut, aber... ja, gut. Habt ihr gesehen, also das Pro-Aim war am Start. Das würde ich sagen, das war wirklich gut. Ja, da muss er nochmal demonstrieren, was er für eine tolle Waffe hat. Ja, okay, dann eben 3-2. Irgendwie ist hier auf Entfernung nicht gut, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, Leute, auf Entfernung gefällt mir die Waffe ja überhaupt nicht. Naja, 3-3, ne? So schnell geht das. Also, ich muss sagen, nee, also die abgesägte Version auf Entfernung ist doch nicht meins. So, auf Nahdistanz ist es gut, sei jetzt mal, aber weiter Entfernung würde ich dann doch nicht die abgesägte Variante empfehlen. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht das beste Aim mit der Waffe habe, da ich sie erst gerade gekauft habe, aber das sind alles Fragen, die wir im Laufe des Let's Plays bestimmt klären werden gemeinsam. Naja, dann patrouillieren wir nochmal zum Schluss ein bisschen im Graben rum. Meine 4 können wir nicht mehr machen. Vielleicht ein Kill, vielleicht ein Tod. Aber viel wird sich dann nicht mehr ändern. Deswegen, ja. Sag ich doch. Oder ein Tod. Da liegt er in einem von der Map generierten Loch. Oh, da hat er aber einen Breakdance gemacht. Heide Witzka. Ja. Also ihr seht, auf Entfernung treffe ich mit der Waffe gar nichts. Hauptsache, der Sound war auf einmal weg. 3-4, naja. Wie gesagt, nicht jede Runde kann perfekt werden. Man muss auch mal eine, naja, was heißt schlechte Runde, ein bisschen schlechtere Runde haben. Kann auch mal passieren. Ne, man kann nicht jede Runde gut sein. Sind wir hier irgendwo bei? Ich glaube nicht. Nein. Aber, ja. Damit verabschiede ich mich dann doch von der Folge von Werdum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und auch über den kleinen Talk, den wir eingeführt haben, mitten im Spiel. Und ja, 3-4. Kann man nicht viel zu sagen. Ist jetzt nicht das Beste, aber okay. Ich hatte auch einen 74er Ping. Ist auch nicht gerade perfekt. Aber nun gut, ich will jetzt hier nicht zu lange den Abspann machen, die Abmoderation. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao.